Hallo meine Freunde. Ihr seht mich wieder mal draußen in meinem Garten. Was heißt das? Ein Pfeifenvideo. Veranlasser dieses Pfeifenvideos ist der Kollege vom Herrn Zimmer, vom Kanal Herrn Zimmer, den ich aber bis vor zwei Tagen noch gar nicht kannte. Draufgekommen bin ich übers Video vom lieben Ralf. Der ist ja nominiert worden. Aber nur weil mich keiner fragt, das hat mich noch nie davon abgehalten, trotzdem meinen Senf dazu zu geben. Es geht um die drei Tabake, mit denen man das Pfeiferauchen begonnen hat. Die drei Jungfern-Tabake sozusagen. Und das finde ich ein cooles Thema. Deswegen mache ich da natürlich auch gleich mit. Ich erinnere mich noch genau, wann das war. Das war im Februar 20. Wir haben vor kurzem schon mal drüber geredet. Ich habe da schon mal ein Video gemacht über diese Pfeife, die ich natürlich auch jetzt rauche, weil wenn ich schon über die Anfänger-Tabake spreche, dann rauche ich die natürlich auch in meiner Anfängerpfeife, die ich nach wie vor sehr gerne rauche. Es war Februar 20 und ich bin halt in den Pfeifenhuber rein und habe mich dort beraten lassen. Und da kamen meine zwei ersten Tabake zu mir. Welche waren das? Das war zum einen der Angel's Share. Das ist ein Tabak, wenn ich mich recht erinnere, Virginia Black Cavendish Mischling, aromatisiert mit Beerenfrüchten und ich glaube Scotch, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich glaube, es waren Beerenfrüchte und Scotch, und der ist sehr, sehr bekömmlich für den Anfänger, für den Pfeifenneuling. Der ist mir dort sofort empfohlen worden, ja, kaufen Sie den. Mit dem machen sie nichts falsch. Und Marrakesch Mixture. Das war der zweite, den ich noch gleich mitgenommen habe, weil ich dachte, mein Gott, wenn mir jetzt der schmeckt, ich will zwischen zwei wählen können. Jetzt kommt noch schön die Sonne raus. Ich will zwischen zwei Tabaken wählen können. Gezündet wird übrigens mit dem ersten Sippo, das ich hatte. Also heute stehen die Zeichen wirklich auf Anfang. Sorry, dass ich jetzt so viel Schatten im Gesicht habe, aber ist vielleicht besser. Damit hat es begonnen. Der Share und die Marrakesch Mixture. Der Marrakesch Mixture ist auch ein starker Aromat. Nicht vom Nikotin her stark, aber halt vom Aroma her stark. Aromatisiert mit Kardamom und orientalischen Früchten. Keine Ahnung, was das dann sein soll. Und einem Hauch Vanille. Und den rauche ich hier gerade. Weil den Share, den habe ich nicht mehr, habe ich gerade nicht da, den hatte ich noch da, es war sogar noch genau die Dose, ist trotzdem noch total rauchbar, noch minimal feucht, so wie es halt sein soll, also nicht zu feucht natürlich, aber trocken eben auch nicht. Dann bin ich mit den zwei Tabaken nach Hause gegangen. Und habe, glaube ich, direkt am nächsten Tag begonnen.
Es war direkt vorm Familientreffen. Und da war gerade meine Frau hochschwanger und die konnte gerade überhaupt nichts riechen. So wie es bei der Schwangeren halt ab und zu der Fall ist. Und ja, dann kommt ich mit meinem brandneuen, stinkenden Hobby daher. Und die hat sofort gesagt, ja, das stinkt. Das muss sofort wieder aufhören. Da sage ich, du, ich muss gar nichts. Ich kann das so machen, dass es dich nicht stört. Ich mache es nur am Balkon, nur wenn du nicht da bist. Jetzt gerade in dieser kritischen Phase. Damit will ich nicht mehr aufhören. Und das hat der Cher geschafft. Der hat mir sofort geschmeckt. Starkes, fruchtiges Beerenfruchtaroma hatte mich sofort erinnert an Rotwein vom Geschmack her. Und ich bin da sofort bei dem geblieben. Den fand ich sofort geil. Marrakesch-Mixture, den habe ich ein paar Tage später dann probiert. Und ich weiß noch, wie ich mir dachte, ich kenne noch genau den Gedankengang. Warte mal, die schmecken ja genau gleich. Und dieses feine Rausschmecken, aha, das ist jetzt der Burley und ah, jetzt kommt der Perique und ah, das ist doch jetzt, das ist doch jetzt was Englisches. Das kam erst später. Aber ich erinnere mich noch, wie enttäuscht ich war, dass die sich so wenig unterschieden haben vom Geschmack her. Und dann kam der dritte. Der kam dann so circa 2 Wochen danach. Da bin ich nochmal in Hurber Rhein, im Tal in München. Und dann war es der Kentucky Bird. Habe ich gesehen, ich fand sofort das Pouch cool mit diesem Vogel drauf. Ich drehe mich mal ein bisschen, weil so ist mein Gesicht da wirklich völlig schwarz. Vielleicht ist es so besser. Und da hat es angefangen, der hat sich für mich, für meine Zunge, für meine Wahrnehmung, hat der sich unterschieden. Der war anders. Ihr kennt ihn bestimmt, dieses süßliche, wahnsinnig süffige, tolle Aroma. Und in diesen Tabak habe ich mich bis heute völlig verliebt. Ich liebe den Kentucky Bird. Und damit war eine ganz besondere Tür geöffnet. Für eine Welt, für tolle Menschen, für ein tolles Hobby, für einen Lebensstil, möchte ich sagen. Wie heißt es so schön, Pfeife rauchen ist kein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung. Und genau so sehe ich das. Seitdem ist das ein fester Bestandteil meiner Tage. Also nicht jeden Tag, weil es soll was Besonderes sein. Aber ja, das waren meine 3 Tabake, mit denen ich begonnen habe. Der Cher, die Marrakesh Mixture und der Kentucky Bird. Das waren meine 3. Und der vierte, an den erinnere ich mich sogar auch noch, das war der Danske Club Black. Das war der vierte. Und dann verschwimmt es. Dann kann ich es nicht mehr unterscheiden. Ich glaube, der Clan kam dann ziemlich bald und halt ein paar OTCs. Meine erste Latakia-Mischung war der Early Morning Pipe, erinnere ich mich auch noch. Aber ich erinnere mich nicht mehr, der wievielte Tabak das jetzt war. Das, wie gesagt, nach dem vierten Tabak verschwimmt es dann. Da erinnere ich mich nicht mehr an die Reihenfolge. Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich da nicht daneben gegriffen habe. Es gibt ja viele, die das probieren, das dann sofort zum Kotzen finden und dann nie wieder eine schöne Pfeife rauchen. Wie gesagt, meine Sir John vom Huber ist übrigens produziert von Faun. Also das ist auch eine Faunpfeife streng genommen.
Ist gut. Immer noch gut. Vor allem mittlerweile schmecke ich halt die Nuancen raus. Und kleiner Fun Fact noch dazu. Mein Bruder, der hat ja jetzt auch begonnen mit Pfeife rauchen letztes Jahr. Der Samen wurde gesetzt beim Pfeifentreffen in Fürstenfeldbruck 23. Da habe ich ihm natürlich ein Starterpack mitgebracht, was ich zusammengestellt habe für ihn. Ja. Und ein Sympathisant war er ja schon immer. Aber da ging es dann auch für ihn los, dann irgendwie einen Monat später oder so. Und er ist ebenfalls in den Hurber rein und hat ebenfalls mit dem Share begonnen. Aber so kann es gehen. Ich habe den Kollegen vom Herrenzimmer dann natürlich sofort abonniert, weil das macht man so, wenn einem Inhalte gefallen, dann wird abonniert. Man muss ja nicht die Glocke aktivieren, wenn man nicht genervt werden will. Ja, den rauche ich zu selten. Der ist eigentlich echt gut, der Marrakesch. Ja, wie gesagt, ich wollte natürlich auch meinen Senf mit dazugeben. Den habt ihr jetzt davon. Das habt ihr jetzt davon. Hat aber wirklich Spaß gemacht, sich mal wieder zurück zu besinnen. Auf die Ursprünge, wie es anfing. Ja. Ich werde jetzt hier noch im Garten schön mein Pfeifchen fertig genießen. Mal schauen, wer noch mitmacht. Und wenn nicht, dann freue ich mich trotzdem auf die nächsten Videos von euch. Bis zum nächsten Mal.